Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Limbeck.podcast. Vertrieb ist Chefsache. Für alle, die neu dabei sind, in regelmäßigen Abständen lernt ihr hier auch spannende Unternehmerpersönlichkeiten kennen. Wir sprechen über ihre Erfahrungen, beleuchten Tiefpunkte und Highlights und natürlich gibt es für euch auch wieder jede Menge Tipps und Hacks. Herzlich willkommen bei Limbeck.podcast. Vertrieb ist Chefsache. Heute habe ich einen netten Gast bei mir, Michael Silberberger. Den kenne ich auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und wir haben schon gut zusammengearbeitet, tun das heute auch in seiner neuen Funktion. Lieber Michael, stell dich und unseren Zuhörern doch mal vor, was genau machst du? Ich habe bisher mehrere Unternehmen aufgebaut, du kennst ja auch einige davon, die habe ich zur Marktführerschaft gebracht und die auch bis heute alle Marktführer geblieben sind und ich habe das immer nacheinander gemacht. Es gibt ja immer viele Leute, die wollen alles zur gleichen Zeit und ich habe Unternehmen aufgebaut und dann hat sich es eben so ergeben, es war nicht immer der Zweck von vornherein, ein Unternehmen auch zu verkaufen, aber manchmal sind die so groß, da muss es in neue Hände gegeben werden. Und was machst du aktuell? Ich habe 2020 eine Werbeagentur gegründet, das läuft jetzt alles, auch 4 Jahre her und ich baue jetzt eine neue Firma auf, die hört auf den schönen Namen vertrieb.de. Wow, und was wird die machen? Wird es verschiedene Themen geben, also auch natürlich Trainings und am besten gehst du auf die Webseite dann vertrieb.de und guckst dir das an, wenn du den Podcast hörst. Sehr gut. Du bist natürlich auch ein Teil davon, man wird dich dann auch auf vertrieb.de mal sehen und hören. Bin gespannt. Warum hast du dich entschieden, Unternehmer zu werden, Michael? Ja, die Frage ist, wann entscheidet man sich? Also es war für mich immer klar, ich habe irgendwann so eine Telefonkarte bekommen und da stand drauf, ich werde Manager, so wie Kisu, ich will Feuerwehrmann werden. War für mich klar, ich werde immer irgendwann Unternehmer. Großes Vorbild ist mein Großvater, der hat mit 72 Jahren in Iran ein Hotel gekauft. Ja, noch einen Kredit bekommen über mehrere Millionen, hat natürlich ein paar Millionen auch reingelegt. Und das ist natürlich der absolute Mega-Wahnsinn, dass er das damals so gemacht hat. Und das hat mich beeindruckt, hat mir gut gefallen. Wir müssen mal neu schneiden. Du warst gerade weg, nämlich bei der Sache. Wann hast du dich entschieden, Unternehmer zu werden? Und was hat dich zum Unternehmertum gebracht? Ich habe schon als Zwerg mal so eine Karte, so eine Telefonkarte gehabt. Da stand hinten drauf, ich werde Manager und für mich war Manager Unternehmer. Ich kannte den Unterschied damals nicht, dass ein Manager ja ein bezahlter Angestellter ist und so weiter. Aber auch ein großes Vorbild war mein Großvater. Der hat mit 72 Jahren in Südtirol ein Hotel gekauft für mehrere Millionen, hat mehrere Millionen reingelegt, aber hat dann noch einen Kredit bekommen mit 72 Jahren, auch über mehrere Millionen. Fand ich mega imponierend. Ja. Das sind so die Wurzeln, die DNA. Mein Vater war auch selbstständig, jetzt in ganz kleineren Umfang. Und hat mir schon immer gut gefallen. Schön. Was waren denn so deine 3 größten Hürden auf dem Weg bei den Unternehmen, die du zu Marktführerschaften gebracht hast? Waren das immer die gleichen, waren das andere? Ein Thema ist immer zu wenig Geld und es dauert zu lange. Also man plant ja dann in 6 Monats-Perspektiven oder 3 Monate und es dauert immer länger. Es dauert eigentlich, die Regel ist, es dauert immer doppelt so lange und es braucht immer so viel, doppelt so viel Geld. Und dann sind natürlich am Anfang, als ich gestartet habe, diese Hürden, das Umfeld. Und jeder kennt das natürlich, du bist das aus der Summe der 5 nächsten Menschen. Und viele haben mich damals auch gebremst, aber für mich war klar, das ist der Weg. Und so hat sich dann auch ein bisschen das Umfeld natürlich geändert, weil du brauchst schon auch Leute, die dich unterstützen, gerade wenn du irgendwann anfängst. Natürlich bei der 2., 3. Firma war das kein Thema mehr. Und dann eben die Hürden bei einer Firma waren das die Besitzstandware, in dem Fall die Notare, die gegen mich geschossen haben. Ich habe 200 Gerichtsverfahren geführt. Das heißt, nahezu war jeden Tag ein schöner gelber Brief in meinem Briefkasten, habe mehrere Rechtsanwälte beschäftigt, um dann dafür zu klagen, dass ein hessischer vereidigter Übersetzer auch in dem schönen Freistaat Sachsen anerkannt werden muss und auch im Freistaat Bayern. Also diese Dinge kommen dann natürlich auch, die Dinge, die dir von außen in den Weg gelegt werden, weil die Notare einfach da gesagt haben, wirtschaftlich nehme ich denen einen großen Kuchen weg. Ja, okay. Und damit musst du erstmal umgehen. Ja. Das heißt aber auch, ich hatte viele, viele, viele schlaflose Nächte. Und wie hast du es geschafft, dann trotzdem so viele Jahre durchzuziehen und immer wieder auch neue Firmen anzufangen? Also einmal,
du brauchst natürlich auch irgendwie deinen Ausgleich. Wenn du immer auf die Mütze kriegst und bis das dann auch alles losgeht, wir haben ja gerade noch so ein Gespräch gehört, so am Ende, es ist ja auch so ein bisschen Hockeystick-mäßig. Du musst erst sehen, um irgendwann zu ernten. Und du hast es gerade ja richtig gesagt, du bist nicht in einem Jahr Millionär. Das wollen ja alle. Alle wollen immer sein, aber nicht mehr werden. Und du musst es eben lange aufbauen und dann brauchst du eben in diesen Phasen, brauchst du den Ausgleich. Und der Ausgleich ist für mich Yoga, das ist Joggen und das ist vor allem auch Eintracht Frankfurt. Ich finde es einfach geil, ins Stadion zu gehen und da die Emotionen rauszulassen. Und das brauchst du für diese ganzen Themen, die dort sind. Und egal für dich alleine im Stillen oder eben dann mit dieser Emotion, wir waren ja auch gemeinsam in Sevilla, es ist einfach, das kann man ja auch gar nicht beschreiben, was da so passiert. Und damit hast du auch einen inneren Ausgleich. Ja, mega, das stimmt. Wenn du das nicht hast, bist du ja sofort alkoholsüchtig, muss man ja auch ganz klar sagen. Die Gefahr ist dann groß da, dass du es abends dann eben im Gin oder im Wodka ertränkst, ne? Ja. Wenn du mal auf deine unternehmerische Leistung zurückgehst als Unternehmer, dann was war so dein geilstes Unternehmen bisher, kannst du das sagen? Also was hat am meisten Spaß gemacht? Weil jedes war ja bestimmt auch anders. Dann nehme ich zwei. Ist es okay? Also einmal Go Ahead. Go Ahead hat dafür gesorgt, dass es heute die UG in Deutschland gibt. Kann man sich ja kaum vorstellen, dass das mal irgendwann anders war, aber es war eben so. Früher hat eine GmbH-Gründung sehr, sehr lange gedauert, 3 bis 6 Monate, je nachdem, bei welchem Handelsregister du warst. Und das haben wir ja geändert, dass du heute sehr schnell einfach eine Firma gründen kannst. Und das zu sehen, und ich habe von Anfang an gesagt, auch in IHK-Berichten, ich werde dafür sorgen, dass die Rechtsreform kommt. Und es wurde ja 100 Jahre nicht angepackt. Also so diesen Impact auch für Unternehmer, die das heute ja nutzen dürfen, ja, das ist natürlich once in a lifetime, das ist absolut disruptive. Und du musst einfach sehen, um mal in Zahlen zu sprechen, vielleicht kannst du die einblenden dann für die Zuschauer. Im ersten Jahr habe ich 200 Firmen gegründet für deutsche Unternehmer, die in Deutschland tätig waren. Im Jahr danach 2000 mal 10. Im Jahr danach 8000. Krass. Also im dritten Jahr, in dem zweiten Jahr oder wie man das jetzt zählen will. Und dann in dem Jahr meines Verkaufes 10.000 Firmengründungen für deutsche Unternehmer. Krass. Sag mal, woher kommt es, dass die UG aber immer noch, wenn ich so auch mit Notaren spreche, Steuerberater spreche oder auch mit Rechtsanwälten, die halten UG immer noch für, das ist so ein Unternehmer, der ist noch nicht so angesehen wie jetzt eine GmbH zum Beispiel oder GmbH in Kuka oder so. Woher kommt es? Ja, es sind natürlich Leute ab einem gewissen Alter, die das irgendwie so noch aus der Vergangenheit ja so denken. Es ist völlig egal. Ich kann dir sagen, der damals StudiVZ, ja, gibt es heute nicht mehr, wurde aber auch für zig Millionen Euro gehandelt, von Handelsblatt damals, glaube ich, gekauft. Da hat mich der Professor angerufen, können wir das mit 4 Studenten gründen? Und das ist ja auch dieses, auch ja Motto von dir, dieses Machen. Du kannst eben heute eine UG einfach mal gründen, auch die Marketingagentur, es spielt ja gar keine Rolle, ob es eine GmbH ist oder die UG. Du gründest einfach mal eine Gesellschaft, probierst was aus, hast die persönliche Haftung geschützt. Vielen ist gar nicht klar, was passiert, wenn du Einzelunternehmer bist. Und dann hast du das eben sehr, sehr schnell. Und natürlich, Notare haben keinen Bock drauf, weil die Gebühr sind 200 Euro. Es ist sowieso völlig absurd, dass du dafür einen Notar brauchst. Würde auch ganz anders gehen in England. Aber das ist natürlich deutsche Bürokratie. Aber dennoch kannst du eben was starten. Und du kannst ja jederzeit dann umwechseln zu GmbH, wenn das Projekt, wenn die Firma eben erfolgreich ist. Ja. Ja, macht Sinn. Und das Zweite, du hast gesagt zwei, möchtest du rausheben? Was war das Zweite? Das Zweite, Semigator. Boah, ich habe ja noch ein drittes eigentlich, muss ich nur einen Satz dazu sagen. Semigator kennt eigentlich fast niemand. Semigator macht über 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir haben gestartet mit 0. Und wir haben damals gesagt, wir reden jetzt wir sind gestartet 1.1.2008. Wir haben gesagt, wir werden das größte Seminarportal in Deutschland und haben das an alle Seminaranbieter geschrieben. Wir haben Kaltakquise gemacht. Wir sind ja eigentlich auch beim Verkaufen hier. Kaltakquise angerufen, die großen Management Circle und so weiter, die Limberg Group. Natürlich, hier willst du die Seminare einstellen. Alle wieder aufgelegt, weil es gab zu dem Zeitpunkt 100 verschiedene Seminarportale.
Und jetzt ist es ja so, wenn du ein Seminaranbieter bist und schickst die Daten dorthin, jeder braucht die Daten an, das ist für dich ein Riesenaufwand. Dann sagen die natürlich, hey, du bist der 101., du bist der kleinste von allen, ich will mir keine Arbeit machen. Dann habe ich einfach in China ein kleines Administrationsteam aufgebaut. Da ist okay, ich verstehe das mit der Arbeit. Wir tippen, wir kopieren, copy and paste. Wir nehmen alle Seminare von eurer Webseite raus. Ist das okay? Bitte kurz bestätigen. Und da haben wir die Arbeit gemacht für die, obwohl die eigentlich Excel-Listen hatten. Manche haben wir dann auch so bekommen, aber die waren nicht für uns angepasst und haben die einfach reingeballert. Und dann haben wir auf der Webseite geschrieben, wir waren nicht online, jetzt haben wir 15.000 Seminare, jetzt haben wir 30.000 Seminare, alle schon in der Datenbank hinterlegt. Und dann ging es halt los. Und dann haben wir irgendwann die ersten Umsätze gemacht, die ersten Seminare verkauft, 3 Gabelstapler-Führerscheine für Mercedes-Benz. Mai 2008 und Juni 2008 ist die Handelsblatt-Gruppe mit über 1 Million Euro eingestiegen und Mediavolumen und so weiter. Und dann ist nach oben gegangen. Und warum kennt das keiner? Das Hauptgeschäftsmodell von Semigator ist ja Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum das größte Seminarportal. Wir sind eingebunden. Ich sage wir, ich bin komplett raus. Ich habe leider nicht mal 0,5%, hätten wir gerne behalten, aber kann ich zum Verkauf gerne was erzählen. Und die Seminardatenbank ist eingebunden in SAP-Systeme. Und deswegen sind Großkonzerne ab 5.000 Mitarbeiter, die buchen die Seminare. Der Mitarbeiter kriegt es auch nicht wirklich mit, er würde es sehen. Und das ist so das Geschäftsmodell, eingebunden in den großen Konzernen, wo ja Mitarbeiter verpflichtet sind, 1 bis 2 Seminare im Jahr zu buchen, damit die ihren vollen Bonus kriegen. Weil Thema permanente Weiterentwicklung. Ja. Krass. Deswegen vom Impact her, das Unternehmen hat über 0,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Natürlich mega krass, obwohl es jetzt keiner kennt. Go Ahead weiß halt jeder, okay, die UG, Dank von Silberberger. Und ja. Cool. Was war mit dem Verkauf? Das war auch eine spannende Geschichte. Was können wir da lernen zum Thema Verhandlung oder was? Da kann ich ja was von dir lernen. Aber wir sind ganz klar herangetreten. Handelsblatt hatte dann, die waren der größte Minderheitsgesellschafter mit 49,9%. Und Handelsblatt hat unser Geschäftsmodell, unsere Vision nicht mehr so ganz geteilt. Die wollten auch eigentlich Abos verkaufen, wenn du ein Seminar buchst. Dann rufen die dich an und sagen, hey, du bist ein schlauer Mensch, warst auf dem Seminar vom Management Circle, hier kriegst du ein Wirtschaftswoche-Abo oder ein Handelsblatt-Woche-Abo. Aber dadurch, dass wir in Konzerne rein sind, natürlich durfte jetzt kein Handelsblatt-Verkäufer bei einem Konzernmitarbeiter anrufen. Und wir haben das aber gesehen, dass wir in Konzerne rein müssen, dass das Geschäftsmodell ist. Und dafür haben wir einen neuen Gesellschafter gebraucht und wollten nur den Handelsblatt-Anteil übergeben. Und dann ging es mal so Richtung 75%, dass Haufelex für 75% hat oder 75,1. Und dann haben die in der letzten Runde oder in den letzten Runden gesagt, entweder alles oder nichts. Und dann haben wir uns eben entschieden, dass dieses Baby noch wachsen kann, dass wir alles verkaufen. Leider, ich hätte gerne 1% noch gehabt, würde ich einmal ja in den schönen Schwarzwald fahren, mit einem kleinen Koffer wieder zurückkommen, hätte mir Spaß gemacht. Das verstehe ich. So, aber warum... Ja. Warum ist denn nach deiner Ansicht Vertrieb Chefsache? Also, ich erlebe es ja von Unternehmern, die jetzt sagen wir mal so in dem ganzen Bereich Entwickler, Ingenieure, die Produkte entwickeln, die ja von Vertrieb und wie der Vertrieb auch funktioniert, gar keine Ahnung haben. Und das ist ja sowieso das Allerschlimmste, wenn die einfach denken, das ist so ein gutes Produkt, das muss von alleine gekauft werden. Nein, es muss aber natürlich auch richtig kommuniziert werden, eben mit Marketing und mit dem Verkäufer und jemand, der den Telefonhörer abhebt, egal welches Produkt es ist. Und das verstehen ja viele Entwickler nicht. Und was dann halt hinzukommt, zu verstehen, wie der Vertrieb tickt. Was ist so eine durchschnittliche Abschlussquote, Martin? So ein normaler Verkäufer, normales Produkt, was schätzt du? Unterschiedlich, ne? Die einen schaffen gerade mal 10%, die anderen machen 25%, aber ich sag mal, wenn du 25% genau machst, bist du beim Durchschnitt im Produkt schon ziemlich weit. Bist du schon sehr weit, genau. Und das bedeutet aber, nehmen wir mal einfach 10-15%, das heißt ja, du kriegst 9-mal auf die Fresse. Du kriegst 9-mal ein Nein. Du kriegst 1-mal ein Ja. Und jetzt frage ich dich, wenn du jetzt heute Abend in die Kneipe gehst, oder in eine Bar gehst, würdest du jetzt 9 Frauen ansprechen? Das ist ja also genau dasselbe als in der Sozialakquise. Würdest du bei 9 Neins noch weitermachen?
Und diese ganze Ablehnung, so wie ich es ja vorhin bei Go Ahead auch erlebt habe, immer diese Neins zu bekommen, das muss natürlich auch jemand verstehen, auch wie wir Vertriebler dann natürlich auch an der Stelle behandelt werden müssen, mit welchen Incentives und. Und es ist eben ein Unterschied, ob du ein Vertriebler bist oder ein Buchhalter an der Stelle, die müssen unterschiedlich geführt werden. Wenn das der Unternehmer nicht versteht, dann muss er sich jemand einstellen, der eben im Marketing- und Sales-Bereich zu Hause ist. Ja. Nur ein Punkt von der, da könnten wir jetzt 3 Stunden sprechen, das ist ja ein Punkt von mindestens 49 weiteren. Absolut. Ja. Was war denn dein größter Tiefpunkt so als Unternehmer, wo du sagst, boah, da habe ich auch mal gedacht, angestellt sein wäre auch vielleicht mal ganz schön, oder? Das war bei der ersten Firma, wir hatten einen Deal mit Siemens über 2 Millionen Euro, Personal-Recruitment-Kampagnen, also Marketing-Kampagnen. Die haben 10.000 Leute entlassen, da reden wir vom Jahr 2001. Und da war klar, wir müssen auch Leute entlassen. Wir sind zu Anwälten gegangen, die sagen, wir werden niemals gegen Siemens diesen Vertrag durchsetzen können. Es wird viel zu lange dauern, sind wir tot, wird auch zu viel Geld kosten. Und dann mussten wir diese Kündigung akzeptieren. Und ja, dann ist das in dieser, es war ja die New Economy Bubble, ist es nach unten gegangen. Das war brutal, das Entlassen von Mitarbeitern aufgrund der weltweiten Situation, wo du jetzt, ich will jetzt, natürlich konnten wir es dafür, wir haben einfach viel zu hohe Fixkosten aufgebaut. Also ich habe krasses Learning gehabt. Das war natürlich die schlimmste Phase meines Lebens, das zu erleben. Und im Endeffekt war es dann auch so, kann man ganz offen drüber sprechen, am Ende dieser Krise Geld weg, Wohnung weg, Freundin weg. Alles weg. Das kann dann schön. Weiß jetzt nicht, was schlimmer war. Geld weg oder Freundin weg, Micha. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Frau weg oder Geld weg, ne? Und da habe ich dann an meine Freunde im Dezember 2001, also du weißt ja, der Bekannten- und Freundeskreis, der reduziert sich dann. habe an meine 5, 6 engsten Leute geschrieben. Damit habe ich mir natürlich neue Kraft auch gegeben. Wer einmal auf dem Meeresgrund war, fürchtet sich nicht mehr vor Pfützen. Und ich muss auch sagen, das erlebt zu haben, auch natürlich zu sehen, wo hätte ich anders handeln können und müssen, hat mir eben geholfen, dann Go Ahead, dieses Unternehmen aufzubauen, was der Wirtschaftsgeschichte geschrieben hat. Das wäre nie passiert, hätte ich nicht diese Learnings vorher gehabt. Also wäre ich nicht so am Boden gelegen, hätte ich, glaube ich, Go Ahead nicht entwickeln können. Plus diese ganze Wutenergie auf den Staat, auf alles, dass wir die Leute, weil du musst dann bei, wir hatten, ich glaube, 50 Mitarbeiter, bei 25 musst du es anmelden, dauert mehrere Monate. Und ich habe einfach gesagt, ich zeige es jetzt den deutschen Staat von Anfang an. Ich habe, glaube ich, 5 Limiteds gegründet und habe gesagt, ich zeige es denen jetzt. Wahnsinn. Ich habe gerade Besuch gekriegt, also von daher, ja. Okay. Ja, cool. Und wenn du jetzt nochmal so an diesen Tiefpunkt denkst und wir haben es eben schon mit dem Ausgleich gehabt, was du auch gesagt hast, wie hast du dich da dann wieder rausgeholt, einfach mit der nächsten Idee und dann dran abgehakt oder? Wir hatten in der Spitze 70 Leute, also mit Aushilfen, ständigen Aushilfen und natürlich da alles auch so in meinem Alter. Ich konnte in Wiesbaden eigentlich gar nicht mehr weggehen, ohne diesen Schmerz da irgendwie zu sehen, weil du hast ja jeden Abend irgendjemand getroffen. Hey Michael, wie geht's und Dings und her, er war immer toll und ja, oder war scheiße, egal, ich konnte es einfach nicht ertragen. Und dann habe ich gedacht, ich liebe U2. Ich liebe, zu der Zeit habe ich sehr, sehr viel Babys getrunken und ich war ja Kopiererverkäufer. Und Xerox hatte schon Anfang der 90er Jahre die Callcenter nach Dublin ausgelagert. Und man sprach damals so von Celtic Tiger. Und da habe ich gesagt, du, ich gehe da einfach hin, habe ich mir 2 Koffer geschnappt, mit Ryanair nach Dublin geflogen und habe gedacht, ich verbessere mein Englisch. Ich habe noch so einen MBA-Kurs parallel gemacht, da war mein Englisch zu grottig. Und dann bin ich da einfach gelandet und wollte arbeiten. Hat aber nicht geklappt. Bist noch weil? Da? Weil? Ach so, ja, du warst so eingefroren. Weil mein Lebenslauf zu gut war. Ich musste meinen Lebenslauf downsizen, damit ich einen Job im Callcenter bekommen habe. Krass. Ja, weil ich habe ja Leute geführt, aber die wollten natürlich, derjenige, der mich einstellt, der wollte ja selbst die Leute führen. Und dann habe ich halt hingeschrieben, ich habe, was ja auch gestimmt hat, ich habe Sales gemacht, aber halt nicht Sales als Vorstand, sondern Sales. Und dann habe ich einen Job im Callcenter bekommen und habe mich dann so langsam wieder berappelt. Ja. Cool.
Und dann sag mal, was war ich auf dem Seminar. Ja, ja, das sag. Und dann war ich auch, dann war ich auf dem Seminar 6 Stufen zum Unternehmer. Und da ist mir dann beim letzten Mal ist mir die Idee gekommen, eben die Limited-Gründung zu erstellen durch diese Seminarteilnahme. Ich liebe ja Seminare und so hat sich das dann entwickelt. Krass. Ich habe ja unterschiedliche Charaktere immer wieder in den Podcasts und hatte vor kurzem jemand da, der sagte auch, wenn du so kreativ bist und dich immer wieder neu erfinden willst, wovor läufst du weg oder was willst du erzielen oder was brauchst du, was hast du für ein Defizit? Ja, ich weiß gar nicht, ob das immer ein Defizit ist, sondern vielleicht ist auch einfach die Lust am Erfinden. Bei dir hört sich das auch so an, dass da eine große Lust immer wieder am sich neu erfinden ist oder an neuen Firmen. Ist das dann für dich immer nur ein Projekt oder sagst du, ach, wenn ich auch mal eins finde, könnte ich auch mal 20, 30 Jahre dasselbe machen, weil du hast ja irgendwie, wenn ich mir so deine Vita anschaue und ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen länger, war es ja immer nur ein paar Jahre, ne? Ja, aber kann ich gerne was zu sagen? Ich sage ja auch oft, ich bin so ein Business-Architekt. Ein Architekt baut ja auch immer wieder ein neues Haus oder auch diese Erfinder. Sehe ich mich auch, ich liebe auch Dagobert Duck und dann eben da den Daniel Düsentrieb, also dieses Thema Erfinden, Business-Architekt, Dinge zu gestalten, Dinge zu sehen im leeren Raum. Wie, hier ist jetzt gerade ein Maler, der das neue Büro, die neue Garage von Vertrieb.de praktisch hübsch macht. Und ich sehe das schon, wie das Unternehmen so in 3 Jahren ist. Das kann ich schon eben sehen. Aber um ganz konkret die Frage zu beantworten, Jobs in Town war in der Krise. Wir haben dann die Markenrechte verkauft an ehemalige Mitarbeiter. Ich war da einfach komplett durch. Go Ahead wurde so groß und ich hatte so eine Verantwortung. Ich hatte ja 25.000 laufende Verträge und du musstest Daten abliefern, englisches Handelsregister, deutsches Handelsregister, Finanzamt Nord in Hannover und. Das waren IT-Transaktionen von mehreren hunderttausend. Und ich hatte 2 Leute, einen kennst du ja, mein Freund Peter Baumann und einen anderen. Ich habe gesagt, hey, wir brauchen jetzt einen Geschäftsführer, der, also ich habe damals so gesagt, einen 45, 50-jährigen Geschäftsführer, der das auf die Straße oder eben hält. Und da haben die gesagt, haben die keinen Bock drauf, dass ich einen über die setze. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich es verkaufen, weil es war klar, ich bin jetzt nicht der, der jetzt in diesem 1%-Bereich Dinge verbessern kann, was aber da in diesen IT-Ressourcen so wichtig ist. Und eins habe ich auch aus dem Sport am Höhepunkt dann auch mal gehen. Und das war ja, ich habe ja das Großartigste da erreicht. Die Regierung hat angekündigt, die Gesetze zu ändern. Und da habe ich gedacht, ich gehe am Höhepunkt, hätte ich den Geschäftsführer gehabt, wäre es vielleicht auch anders gekommen. Und ja, so, also diese 2 Elemente, bin dann auch nach China gegangen. Und ja, also wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Und man muss sagen, danach, ich habe es ja an eine börsennotierte Gesellschaft verkauft, kann jeder nachschauen. Ich musste das mal für Investoren zusammenstellen. Das Unternehmen hat, nachdem ich weg war, in den nächsten 10 Jahren über 10 Millionen Euro ausgewiesenen Profit gemacht nach Geschäftsführergehälter etc. Also ich habe da was auf die Beine gestellt, was die Fos AG viele Jahre noch oder immer noch trägt, weil die Geschäftsführer, Beziehungen immer noch da sind, sind nicht mehr 25.000, ich weiß es nicht, vielleicht 10, 12, 15.000 Geschäftsbeziehungen. Krass. So, also das heißt, Vertrieb.de geht jetzt und, wie lange? 5 Jahre und dann auch wieder verkaufen oder was? Nee, da habe ich, also ich habe mir gesagt, das will ich jetzt für immer machen. Ich habe und Semigator hätten wir ja nicht verkauft. Wir wollten ja nur den Handelsblattanteil raushaben, um das auch nochmal zu sagen. Wir wären ja gerne drin geblieben mit 25%, aber wir brauchten einen Partner. Wir haben damals Wir haben damals DAX 30 Konzern gewonnen aus dem Energiebereich. Die haben uns ein Auftragsvolumen von 12 Millionen Euro gegeben. Und die Datenschutzvereinbarung, die war irgendwie 50 Seiten lang. Da hat der Betriebsrat von diesem Energieversorger unterschrieben. Wir wären auf der ersten Seite schon tot gewesen. Wir hätten die erste Seite nicht erfüllen können. Also der hätte dein ITler, ich kenne den ja auch, der wäre bei uns schon reingestiegen. Und Haufe war ja voll digital. Die haben alle ihre Hefte abgestoßen. All die tollen Magazine, die du ja auch alle kennst. Ich glaube, Akquise hat auch zu denen gehört. Ja. Und das war einfach nur wichtig, den richtigen Partner zu haben, damit wir eben nicht getötet werden. Ja. Und dann kam es eben dazu.
Und Firma.de, über das Unternehmen haben wir nicht gesprochen. Da habe ich damals zum Christian Mantel gesagt, 2017, also Firma.de, meine Domain, Christian Mantel kam dazu und ich habe zu ihm gesagt, hier, ich kaufe dir jetzt deine Anteile ab, ich mache alleine weiter. Hat er gesagt, können wir nicht den Deal andersrum machen? Und sage, ja, wenn du es hinkriegst, machen wir den Deal andersrum. Er hing noch ein bisschen mehr an, auch am Team und auch die Leidenschaft, die er da reingebracht hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, es ist nur fair, ich habe dir das so angeboten, wenn du es hinkriegst, machen wir es andersrum. Ich habe da auch noch einen Earnout drin und so kam, dass das eben dann Firma.de an Christian Mantel übergegangen ist. Ja. Also es sind dann immer so Gründe, aber das ist nicht so geplant. Das hatte ich ja vorhin gesagt, ich baue nicht auf, um zu verkaufen, sondern es entstehen zu lassen, gute Dinge zu machen. Ja, cool. Hey, das war Michael Silberberger. Ihr Lieben, das war's wieder bei Limbeck.podcast. Vertrieb ist Chefsache. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, wir machen das hier ohne Berechnung. Liken, teilen, weitersagen. Wir verlinken natürlich vertrieb.de auch in den Shortnotes. In dem Sinne, euch eine gute Woche. Vielen Dank, lieber Michael. Und Glück auf. Das war Limbeck.podcast. Vertrieb ist Chefsache. Von und mit Martin Limbeck. Ihr wollt mehr Unternehmer- und Sales-Know-how? Dann besucht Martin auf seinen Social-Media-Kanälen und auf martinlimbeck.de. Glück auf und bis zum nächsten Mal.